Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Ori, ja, 2 nennen wir es einfach mal. Wir sind auf dem Weg, um irgendeine Mühle zu reinigen bzw. zu reparieren, damit wir das Wasser reinigen kann. Und ja, das würde ich sagen, machen wir jetzt auch. Mal sehen, was passiert. So, ja, liked mich, abonniert mich und haut auf die Glocke, wenn ihr darauf Lust habt. So, wir gehen weiter. Wo wir erstmal hin müssen. Bin ein bisschen gespannt. So. Gerade gucken. Wir müssen da hoch. Also entweder geht's hier rein. Oder da rein. Ah. Jetzt müssen wir weiter. Wir können auch hier hoch nochmal, ne? Gucken wir mal. So. Hm. Ah, das wäre dumm. Ah, nein. Nein, was machst du denn da? Die wollen ja nicht. Oh, was machst du? Alter, was ist denn los? Ja. Kurz mein Leben sammeln. Okay, warte jetzt. Ich musste erstmal wieder zurechtkommen. So. Was machen die denn da? Ah, guck mal, die helfen mir, die machen das Tor auf. Ja, cool. Danke, ihr kleinen, lustigen Bäumchen. So. Mit Muki sprechen. Du bist kein Muki, das sehe ich sofort in deinem Schlappohren. Ich bin sehr aufmerksam. Man nehme diese Karte, die ich gefunden habe. Ich würde sie Lupo dem Kartografen geben, aber er hat genug Karten. Der mit den Federn sollte sie bekommen. Ich habe gehört, dass er Karten liebt. Vielleicht würde er diese mögen. Könntest du sie ihm bringen? Ich habe ihn auf den Brunnenquelllichtung gesehen. Klar, gerne. Eine Stehlinie und ein X sind darauf eingezeichnet. Oh, das scheint ja, würde ich sagen, ein... Eine, wie nennt sich das? Eine Schatzkarte zu sein. So. Ah, ist halt dumm. Ah, Moment. Was mache ich denn aber nochmal einmal? Ja. Zack. Okay. Komm, schieß mal hier gegen. Okay, müssen wir selber gegen schießen. Schaffen wir auch. Oh, nochmal. Höher schießen. Danke. Ja. Na, wir hatten meine Mauer eingerissen. Komm nur her, lass mich dich genau ansehen. Oh. Kommt doch glatt. Brunnenquelllichtung. Sag mal, was hast du denn für ein Stück Papier gekriegt? Klar, gewonnen. Dieses Aufwendig ist, das ist eine Schatzkarte. Hier, ich tausche meinen Wanderbeutel dafür ein. Etwas sagt mir, ich werde eine größere Tasche brauchen. Super. Was ist denn das? Kleiner und nützlich bei Abenteuern, okay. Finde eine angehende Abenteuerin, die eine Kleintasche. Na gut, kommen wir hin. Wo ist denn der Bärtige Gries gerade? Rom. Ich habe mich nicht getraut, daran zu glauben, du bist wirklich hier. Niven beherbergt abermals einen Geist. Die Mauer hast du ja schnell niedergerissen. Meine Baufähigkeiten sind wohl auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dennoch habe ich versprochen, hier eine Zuflucht vor dem Verfall zu schaffen. Diese Lichtung zählt auf mich, Geist. Doch ich fürchte, ohne Erz werde ich alle enttäuschen. Die Materialien, die ich brauche, wurden von meinen Leuten aufgegeben, als sie in die Minen flohen. Ohne die nötigen Vorräte könnte mein Traum meiner Zuflucht vorbei sein, ehe er begonnen hat. Mit ein wenig Gurkelerz könnte ich diese Lichtung in eine Zuflucht verwandeln. Was haben wir denn da?
Wir haben kein Google Ads, ne? Es heißt, die alten Geister können sich von einem Telefon, aber wenn dieses Google Ads rein, dann kannst du. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Jetzt, da ich wieder bauen kann, kann ich mich wieder einen wahren Gorlek nennen. Es gibt noch wenige wahre Gorleks, also pass bitte auf. Wenn du auf jemanden triffst, der aussieht wie ich, nicht alle von uns sind dem Verfall rechtzeitig entkommen. Oh, cool. Ah, sehr gut. Nur direkt speichern und wir können uns irgendwo hin teleportieren. Das ist natürlich super. Sie verschwanden, ehe sie ausprobieren konnten, was sie ihm bauten. Doch jetzt bist du hier und ich kann es nicht ändern. Willst du mir an einem weiteren Projekt helfen? Klar, was haben wir noch so da? Zu wenig Golek Erz, okay. Hilf Grom beim Wiederaufbau der Brunnenquelllichtung. Machen wir aber erst mal hier rein. So. Und wo können wir wohl hineiern? Der nächste Beam wäre hier, glaube ich, ne? Da können wir auch hinlaufen eigentlich. Dann bleiben wir lieber hier. So, weiter geht's. Mal schauen. Da geht's jetzt runter doch. Ich bin gereist, um diese Lichtung zu finden. Sie ist ein Paradies für Moki. Meine Familie wird es gefallen, aber wir haben kein Zuhause mehr. Der Gorlek Grom kann sich etwas was? Der kennt sich mit den Bauern aus. Vielleicht kann er uns helfen. Sprich mit Grom, um ein Haus zu bauen. Machen wir ganz kurz mal, wenn wir schon mal hier sind. Grom, kannst du ein Haus bauen? Ja, habe ich. Die Herstellung der Behausung. Ah, wir haben zu wenig von dem Erz. Tut mir leid. Dauert noch. Muss noch warten. Ein wiederkehrender Kunde? Immer eine angenehme Erfahrung, oh ja? Immer lauter sprechen sie deinen Namen. Dennoch habe ich viele Namen auf meiner Reise gehört, weißt du? Die Namen kaufen meine glänzenden Splitter und gehen wieder. Sie klingen alle gleich. Dennoch strahlen meine Splitter heller in deiner Nähe. Vielleicht sollte ich mir deinen Namen merken. Aber dafür müsstest du etwas tun, was es wert ist, um dich erinnert zu... dass ich mich an dich erinnere. Verstehst du? Möchtest du den Geist wieder wedeln? Jo, zeig mal. Wie viel haben wir denn? 830, also was können wir hier jetzt machen? Er hält ein durch die Lebenszelle. Verursacht mehr Schaden gegen fliegende Gegner. Finde ich ganz gut eigentlich. Schaden von 10 bis 50% schon zu verursachen. Raffinesse. Was haben wir noch hier? Feinde lassen 2 zusätzliche Geisterlichtkugeln fallen. Senke Energiekosten um 50% und erhöhe erlittenen Schaden um 100%. Klingt doch gut. Tausche maximal gesund gegen Energie. Nee. Feinde lassen 2 zusätzliche. Ja. Aber veredeln können wir auch noch was, ne? Es gibt noch einen, den du mehr bestimmt erfahren kannst. Er liegt im Brunnenquell. Es ist ein Schrein für die alten Geister, weißt du? Angeblich konnten die alten Geister viele, viele Splitter gleichzeitig nutzen. Vielleicht kannst du es ja auch. Oh ja. Gucken wir uns gleich mal an das Gerücht. Da ist das Gerücht, okay. Mal gucken. Also ich würde nochmal mit ihm reden. Ich würde nochmal ganz gerne wissen, wie das in den anderen Sachen aufgehört. Ja, mach schon. So, Verbesserung? Ach, da, okay, jetzt haben wir nicht mehr genug. Warte. Was macht nichts? So, was haben wir jetzt hier oben drin? An der Wand kleben? Magnet. Aber wir wollen ja auch noch. Ah, warte, noch rein. Wer ist denn das? Mutai. Ich kann es kaum glauben, ich spreche mit einem Geist hier in Niven.
Bei mir bist du kleiner als ich dachte, aber so hell. Ich persönlich falle ja nicht gerne auf. Es ist sicher, es ist nicht sicher hier draußen, weißt du? Für dein Glück habe ich jede deiner Bewegung beobachtet. Nur um sicher zu gehen, dass es dir gut geht, natürlich. Möchtest du eine Auszeichnung sehen? Klar. Ach so, okay, ist dann okay. Mal sehen, was wir jetzt erreicht haben. Danke. Das ist natürlich blöde von mir. Warte mal. Der geht mir nochmal. Ja, okay, Magnet wäre nicht schlecht, aber... Zack. Ist aber machbar, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt töten sollte oder nicht. Ich habe aber gemacht, weil mich nervt. Ich hätte da hochschießen, mich einmal hochschießen sollen, wenn ich da hochkomme. Na egal. Obwohl, kann ich nochmal? Warte mal. Ja, so hochkommen wir nicht mehr. Gut. Nein! Oh, zu weit gesprungen. Nein, schon wieder. Ach, Mann. Oh, was machst du da? Also langsam. So, warte mal. Oh, jetzt springt der Mann. Nicht blöd? Boah, gibt doch gar nicht, wie dumm kann man sein. Okay, jetzt ist es schwierig. Warte mal. Nein! Okay, Leute, es verschiebt sich alles hier um 30.000 Minuten. Ah! Schon. Boom! So, nochmal. Jetzt aber. Was machst du denn da? Ist er irgendwie? Ich verstehe es nicht. Also jetzt bin ich komplett raus, glaube ich. So, nochmal. So blöd, ey. Hey.
Irgendwie blick ich es gerade nicht. So. Schießt er auf mich, Mann. Bitte nicht. Okay, jetzt hänge ich hier echt schon ein bisschen rum, ne? Doch gar nicht, ey. So, immer. Nein. So. Karte gucken hier. So, also es müsste eigentlich der Weg da hier hin sein, hoffe ich zumindest. So. Also ganz im Ernst. Da habe ich jetzt aber gerade echt eine schwierige Geburt gehabt. Muss doch irgendwie hochgehen, ne? Nein! Was macht er denn? Ach Mist, ich komme immer gegen diesen blöden Knopf da. Von der Fernbedienung, wollte ich gerade sagen. Wie bescheuert war das denn? Das bin ich gerade eben auch schon hingekommen. Die Tastatur ist angeschaltet und leider bin ich immer gegen die Tastatur mit meinem Handgelenk gekommen. Ich bin auf die STRG, also auf die Steuerungstaste gekommen bin und damit springt er automatisch wohl immer. Nicht der Blödes. Oh, was ist was? Wir erinnern uns an diesen Ort. Wasser aus dem Bluma-Seen fließt hier durch. Das fühlt sich als Sumpf des Lebens. Oder zumindest floss es hier durch. Vor dem Verfall. Bevor die Mühlen stillstanden. Ach, da. Das ist die große Mühle? Die sieht auf jeden Fall nicht. Die sieht leicht bedrohlich aus. Nur leicht. Der Brunnenquell. Sieht man sich wieder, Geist. Ich habe beschlossen, diese alte Bibliothek zu finden. Und ich höre, du möchtest die Räder Bunker wieder instand setzen. Eine edle Aufgabe. Ich fürchte jedoch, dass diese Tür unsere Reisen in jedes Ende setzen könnte. Sie bewegt sich nicht. Gehen wir schon hin. Irgendwie. Vielleicht, dass man sie wieder festhalten kann. Ich glaube, ich muss das wieder umsetzen. Ich glaube, dieser Magnet ist doch praktischer. Habe ich keinen Bock, da immer durch die Gegend rumzurennen. Achso, warte. So. Die Frage, wo wir hin müssen. Da können wir da hinten auch links nochmal. Okay. Wo kommen wir hin, ist die Frage. Hm.
nämlich den Brunnenquell machen. Ne? Also das hier ist wohl etwas, was wir jetzt nicht machen, sondern später. Ob es hier irgendwo einen Weg gibt, den wir dann noch irgendwie wieder reinkommen. Ah, Mist. Ach, Mann. So. Alberner Heini. Okay, da komme ich da ran. Nee. Nein. Okay, da komme ich nicht ran. Gut. Okay, jetzt noch ein Hai ab, Hai. So, wirklich ihn wieder. Zumindest geht die Tür auf, oder? Das ist ja schon mal gut. Müssen wir wahrscheinlich auch rein. Die Frage wieder hochkommen wahrscheinlich, ne? Ah, was machst du? Oh, was ist denn schon wieder? Mach ich mal wieder. Ich muss da oben rein, in dieses Loch da, ne? Hab ich gerade gesehen, ja, hab ich gerade gesehen. Okay. Und wieder reinschießen. Achso, ich kann nicht draufbleiben, okay. Oh, das bringt mir ja gar nichts. Was soll ich denn hier? Ich kann hier aber nicht raushüpfen. Okay, das macht keinen Sinn, oder? Nein, das macht keinen Sinn, also ich muss einen anderen Weg irgendwie, einen anderen Weg doch gehen hier, glaube ich. Hey! Da geht's nicht längs. Hm. Oh Mann, Leute. Warte mal. Das gibt's doch gar nicht. Da muss ich doch. Wie soll man das erschaffen? Mann. Das ist blöd. Irgendwas übersehe ich doch gerade hier. Irgendwas übersehe ich doch gerade. Boah, was ist hier denn los? Warte mal. Hm. Bin ich hier, aber es bringt mir auch nicht so viel, ne? Oh, komm schon. Hm. Ah, guck mal, hier kann ich längst, okay. Das hätte ich mir vorher sagen können, ne? Dumm. Ah, das war ja doch nicht so schwer dann, ne?
Gehen wir mal da rein. Zwar war die Entfernung gewaltig. Oh. Glaubst du, du bist bei mir? Das machen die. Doch der Vermehl ließ sich nicht trennen. Mal gucken, was sind alle zu hier. Soll ich zu denen? Ich weiß noch nicht. Okay. Jetzt sind wir drinnen, ne? Oh, da kann ich rüber. Nein, hier nicht. Und hier links? Ah, die alten Mühlen drehen sich wieder. Okay, aber ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Okay. Wahrscheinlich drücke A und was? Ah, okay. Vergehen, nochmal. Perfekt. Jetzt dreht sich auch dieses Rad da mit den Zacken. Nicht verkehrt. Okay, wir müssen hier nochmal anders hin jetzt. Geht's hier weiter? Nee. Alle. Okay. Und jetzt wird's schwierig. Muss ein Timing sein. Okay. Ein Ding, okay. Wir haben irgendwas getan. Wir müssen auch da wieder rüber, ne? Oh, hopp da. Okay. Oh, das ist ein nicht so netter Zeitmesser, wie wir behaupten. Völlig. Ja. Das ist gemein. Ja. Garlic-Erz. Ah, cool. Das Erz können wir immer gut gebrauchen. Ach, dann bewachen die Heinis das bestimmt, oder? Kommt's da ran? Wie weit schon? Mal gucken. Ah, okay. Hoch. Okay, aber dann sollte ich hier eigentlich gar nicht hin. Hört mal auf. Cool. Was hier von hier? Ah, okay, ist ein Schwinger. Da müssen wir uns wahrscheinlich nach oben schwingen, behaupte ich mal. So.
Okay, jetzt, oh, jetzt drehen sie sich aber ganz schön. Da muss natürlich ordentlich ge... geflogen werden gleich. Okay, warte. Oh, das war klar. Ja, aber blödes Viech, wir müssen mal Leben machen, ne? Unten? Ich weiß nicht, ob wir unten sollen. Wir gehen unten mal. Das ist der Ausgang gerade wieder, was ist er dann? Neue Fähigkeit. Wie geil ist das denn? Warphaken. Du hast einen Fisch gelernt. Drücke LB in der Nähe von Haken oder blauem Moos, um dich zu ihnen zu ziehen. Okay. Das ist natürlich cool. Jetzt bin ich hier dran. Okay. Was bringt mir das? Kann ich ja hochkommen zum anderen Haken noch? Ach Quatsch, so weit? Natürlich geil. Warte mal. Ah, okay. Das ist natürlich wirklich genial. Eieieiei. Das ist natürlich echt cool. Muss man mal sagen. Ah, okay, da kann man auch direkt. Okay, warte. Cool. Die Tür auf. Gut, aber die nächste Tür werden wir beim nächsten Mal erst fertig machen. Schaffen wir heute nicht mehr. Hätte mich auch gewundert, wenn wir es geschafft hätten. Schaut doch mal wieder meinem Kanal nochmal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.